Herzlich willkommen zurück zu Ultimate Admiral Dreadnoughts. Ja, das letzte Mal haben wir Marineakademie hier angefangen. Die ersten zwei Missionen geschafft, weil wir schon bei der zweiten schon schwer getan haben. Und jetzt versuchen wir uns mal an der dritten. Was haben wir denn jetzt hier? Monitorklasse. Aha, was auch immer mir da sagen will. Versenke alle, weicht niemals zurück. Ja, wer glaubt? 500.000 bei 20 Millionen macht aber auch keinen Sinn. Ja, Reichweite und Penetration, das klingt eigentlich erstmal geil. Ach Gottchen. Das ist ja ein süßes Schiffchen. Ja, okay. Wie immer machen wir erstmal automatisch. Oha, ich habe hier noch ein gutes Budget. Gib mir mal noch ein paar. Ups, habe ich da gerade was gelöscht? Nicht beabsichtigt. Lass das, danke. So, machen wir die Leute noch ein bisschen böser. Und dann vergrößert HE, was? Nein. AP, da können wir noch nichts ändern, können wir nichts ändern. Leicht, das ist eigentlich mehr Genauigkeit. Ja, komm, dann nehmen das erstmal. Reduziert müsste reichen. Eigentlich bin ich am Anfang immer für Genauigkeit, da die echt scheiße ist. Aber hier macht irgendwie nichts Genauigkeit. Was machst du? 60% Shell-Schaden. Wendungsgeschwindigkeit. Projektilpenetration minus 30. Sowas wollen wir ja nicht. Tja, nee, irgendwie klingt das ja schon am geilsten. Der Nachladen bitte erhöht. Muss man halt den kleinen Millimeter von der Panzerung wegnehmen. Ah, hier noch ein. Obwohl, halt, warte mal. Vorderer Gürtel, hinterer Gürtel. So, siehst du, sieht das doch einmal frei aus. Feuer frei. So, du, bitte rieche Muni. Und immer drauf, wenn du was siehst. Dann die Geschwindigkeit auf Genauigkeit, bitte. Jo, Feuer frei. Ist doch viel kleiner als ich. Voll unfair. Ich habe nicht die richtige Winkel, um mit allen Waffen zu schießen. Okay, gehen wir ein bisschen mit dem Winkel weg. Nur meine Minikanonen schießen. Oh, er dreht schon wieder ab. Ich hasse es. Ist denn meine Hauptkanone, wenn ich mal so fragen darf? Das ist mir irgendwie nicht so ganz ersichtlich. Aber wir fahren erstmal auf den zu. Was hat der für Bewaffnung? Ein Turm mit 315. Was war meins? 200 und. Naja, okay. Er fährt halt vor mir weg, die feige Sau. 1 Kilometer Reichweite, was hab ich? Auch ein. Hauptkanone sogar noch weniger. Wo steht's? AP 900 Meters. Ist jetzt nicht unbedingt doll. Wir sind auch ein bisschen zu langsam. Da komme ich auch nicht hinterher. Schnell cruist er denn hier. 5 Knoten. Und da zieht er so weg. Wasserverdrängung 1700 Tonnen. Der ist ja wirklich, also bin ich ein bisschen größer. 5000. Was willst du tun? Na ja, immerhin schon Treffer gelandet. Da bin ich ja schon fast begeistert. Hätte ich nicht erwartet. Wieso hat der so wenig Muni dabei? Hat er reduzierte Munition oder was? Maximal AP. Okay. Ja, was soll das? Ich verstehe es einfach nicht. Zieht sich nicht zurück, aber das geht halt auch außer Reichweite seiner Waffen. Also gerade so würde der mich treffen. Wenn überhaupt.
Jetzt gibt er alles und fährt von mir weg. Kann ich leiden. Ich weiß auch wieder, was mich daran aufgeregt hat, dass die sich die ganze Zeit verpissen. Feigen Schweine. Los, los, los. Yeah, meine ersten Bomben fliegen. Kommst du nie ran? Wie, der kann doch nicht nur 5 fahren. Gerade sagen. 7. Was schaffen wir? 8,1. Schaffe ich doch nie, meine Hauptwaffe in denen seine Richtung zu drehen. Da fahren wir den mal direkt hinterher. Das ist schon wieder Not gegen Elend hier. Schnell. 5 Komma. Das sollte eigentlich übelst eingeholt werden. Richtig sehen tue ich davon nichts. Los, los, los. Bisschen mehr links, bitte. Ich komme den halt nicht näher. Ich bin ja die ganze Zeit in diesem Bereich. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Ja. Den zu versenken. Aber ich glaube, ich muss hier nochmal neu bauen und auf Geschwindigkeit gehen. Das ist ja schon wieder absoluter Rotz. Er fährt halt auch immer weiter weg. Angeblich fährt er langsamer als ich. Ich merke davon nicht viel. Wo steht denn hier meine aktuelle Geschwindigkeit? Das hier war doch meine aktuelle Geschwindigkeit, dachte ich. Ah, mehr geht nicht. Nee, doch nicht. Hier sehe ich's. Oh, da kann sie ja zurückschießen. Aber gerade so, ne? Das ist ja wieder Not gegen Elend. Oh, wir kommen näher. Sind doch tatsächlich in Waffenreichweite. Haben schon fast 1% Genauigkeit mit unserer Hauptwaffe. Also nicht mehr lange und dann ist er weg. Ist das ein Elend? Er kann halt auch nicht schießen. Wieso fährt er weg? Er muss doch wenigstens gucken, dass er in Position kommt, dass er auf mich schießen kann. Aber er fährt ja nur vor mir weg. Das ist hier, wer zuerst einen Lucktreffer landet, ja? Er hat 1% Genauigkeit. Ich habe 16, 17. Aber mit dem werde ich da wahrscheinlich auch nicht durchkommen. Was habe ich hier für eine Penetration? Ich sehe es nicht. Steht hier nicht irgendwie, was ich an Duschen habe? Naja, dann in den nächsten 20 Minuten haben wir das vielleicht. Ich zweifle zwar schon wieder dran. Ich glaube, ich muss ja wieder einen Kutter machen, der sinnlos schnell ist. Das ist ja doch nichts, Alter. Wie soll ich den denn da jemals besiegen? Er fährt halt weg. Machen wir das nochmal. Können wir hier Schiff wieder aufbauen?
Ja, dann machen wir hier die ganzen sinnlosen Kanonen raus, die kleinen mickrigen Scheißdinger braucht doch sowieso keiner. Ich will ja richtige Kanonen sehen, Leute. Weg mit den ganzen Kack. Ja, da machen wir zwei Kanonen oder sowas. Hier nach vorne und hinten können wir auch ballern mit den Dingen. So, nice, nice, nice. Erstmal, ja, yes. Wie viel können wir geben? Haha, also ich würde gerade sagen, 8,4, das bringt's ja gar nicht. Gut. Ja, da kommen wir noch ein bisschen zurück. Hier machst du bitte mal 0 draus. So. Und hier übelst die Kohlen. Können wir hier vielleicht noch irgendwas umbauen? Mehr Effizienz? Nee. Komm, dann gib mir hier diese neues großen Kanonen. Eine nach vorne auf jeden Fall. Scheiße, wir brauchen Reichweite oder sowas. Obwohl, nee, wenn wir schnell sind, brauchen wir keine Reichweite. Ach, die kann ich hier gar nicht reinsetzen. Was ist das? Die Hauptkanone ist nur vorne. Scheiße. Da bin ich ja ein bisschen angemeiert, hätte ich fast gesagt. Der Winkel ist doch total scheiße. Ah, zu teuer. Ja, kein Problem. Nehmen wir die wieder raus. Und gucken nochmal, können wir irgendwas mit der Muni machen? Das ist ja alles nix. Vielleicht doch mehr Reichweite, weniger Genauigkeit. Aber 3% ist halt nix. Tada, können wir hier nochmal was machen? Hat hier irgendeiner Reichweite? Ah, das war's. Na gut, dann müssen wir das halt so versuchen. Kleines bisschen von Kosten runter, das ist kein Problem. Dann ziehen wir ein, zwei Veteranen ab. Balla. Ah, damit bin ich zufrieden. Los jetzt. So, jetzt bin ich deutlich schneller als vorher. Den. Aggressiv, aggressiv. Wie schnell fährt der Kuder? Er ist noch nicht identifiziert. Wie viel haben wir? Ach ja, da. 80. So. Diesmal fährt er auch schneller. Ach, fick dich doch. Na, immerhin. Haben wir schon mal mehr gemacht als vorher. Vorher hatten wir nur 14 Schaden. Beschädigt. Schick, 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 schick. Ja, versucht hier wegzufahren, das kann er gleich vergessen. Hat ja jetzt wenigstens eine Überschwemmung, da kommt er schon mal nicht weg. Ruderschaden sollte auch ein bisschen dagegen steuern. Wenn man hier nicht überall selbst Hand anlegt. Schon überlegt, eine Kampagne mal zu spielen und dann auch nur mit generierten Schiffen. Weil wenn man die selber macht, das ist ja doch ein bisschen einfach. Selbst wenn man auf Legendär spielt, da kommt der Computer zwar mit 100 Schiffen, aber die sind halt alle Idioten. Er kommt direkt auf uns zu, dann können wir ja mal chillen. Gucken, ob er uns rammt oder was er jetzt vorhat. Er hat nicht mal eine Kanone nach vorne? Ah, vielleicht doch mal ein bisschen Gas. Ist der jetzt hier einen Scheiß angekriegt? Das sieht nicht aus, als ob du Gas gibst, mein Freund. Achso, habe ich Ausweichen drin? Nee, habe ich nicht. Bitte noch da. Hallo? Fahren wir schon? Habe ich davon irgendwie was verpasst? Na, ich habe bestimmt hier übelst Drecks Schornstein-Motoreffizienz. Daher braucht er so lange.
Stellung bringen. Schnell ist der Gute. Ein Knoten. Ah, da kommt er. So, machen wir mal 2 Knoten. Cool es aussieht, wenn die Kugeln abprallen. Na komm schon. Na komm schon. Willst aber auch wissen, oder? Wir kämpfen echt um ihr Leben hier. Jetzt muss ich hier echt Gas geben. Jetzt fährt er hier übelst weg. 4 Knoten schafft er noch. Er ist fast voll. Kann trotzdem noch 4 Knoten düsen. Na, wird das noch was? Er hat schon wieder so eine Schlagseite, dass er nicht schießen kann. Das ist schon mal schön. Aber trotzdem mache ich mir Sorgen, ob wir den heute noch versenkt kriegen. Im Moment bin ich irgendwie der Meinung, das wird wohl nichts. Aber er fährt wenigstens nicht so dumm weg wie vorher. Das finde ich schon mal gut. Ich weiß nicht, woran das liegt, dass der mal sagt, jo, jetzt verpisse ich mich und jetzt gehen wir mal einen Angriff so. Ja, nach vorne ist schwierig durchzukommen, ist klar. Jetzt ist die Frage, in welche Richtung dreht er gleich ab? Dann drehen wir nach links. Müsste ja jetzt hier meine Hauptkanone auch mal schießen können. Gib ihn! Achso, er hat schon geschossen. Schönes Ding. Voll vorbei. Ist ja ein schön flink unterwegs dafür, dass der hier so absäuft. 8% noch über Wasser ist. Und noch die Türme rausgucken. Da trollt er mich nochmal richtig zum Schluss. Kann ja wohl nicht wahr sein. Ja scheiße, Vollgas, was soll der Kack. Kann sich sowieso nicht mehr wehren. Der jetzt anfängt hier auszupumpen, weil nicht. Was ist denn die Zeitschrift? Ah. Protokoll. Kilometer kann er weit schießen. Respekt. Oh, ich bin bei 1,4. Okay. Schon mal gesagt, dass der Typ mir hier auf den Geist geht? Der schießt jetzt sogar wirklich wieder zurück. Er hat 3 Kilometer vorbeigeschossen, aber es ist dennoch nervig. Ah, der Winkel könnte gut kommen. Er dreht wieder zu uns ein. Das verstehe ich halt nicht. Wieso hat er vorher sich die ganze Zeit verpisst und jetzt kommt er immer mal? Ja, die KI ist mir ein Rätsel. Riesengroßes Elend. Das ist halt alles nicht der Winkel, ja. Ich habe es verstanden. Ja, wenn er halt wieder direkt auf mich zufährt, da gibt es doch wieder keine Penetration. Ich muss den mittig treffen. Hinten und vorne ist er ja schon vollgelaufen. Da bin ich. Ah, 7%. Irgendwo kommt noch ein bisschen Schwapp rein. Und jetzt sind wir vollgelaufen oder was? Wieso habe ich jetzt hier nicht mehr volle... Habe ich einen Motorschaden? Ich habe nichts. Wieso kann ich nicht mehr volle Gas geben? Haben wir es natürlich nicht.
Wieso kann ich nicht mehr voll Gas geben? Was ist passiert? Einige Schiffe sind nicht in der Lage, die Geschwindigkeit zu erreichen. Ja, das weiß ich, aber warum? Ist der Seegang zu krass oder was? Das sind auf jeden Fall Wellen. Smoothed. Ich kann mir da nicht erklären, was das ist. Oh nee, demnächst, ne? Mach doch so einen Scheiß, dass die Hauptwaffe nach vorne und hinten ballert, aber. Also ich wüsste echt gerne, warum ich auf einmal kein Jas geben darf. Da fährt er doch wieder vor mir weg. Er fährt immer noch mit fucking 5 Knoten fast komplett vollgeladen. Es ist unglaublich. Oh, dass das so lange dauert, hätte ich nicht erwartet. Ich würde, wie gesagt, auch Gas geben, aber ich darf ja nicht. Fährt halt schneller als ich. Mal wieder. Tja, wenn einer von euch Plan hat, boah, könnt ihr mir ruhig mal sagen, was das hier ist, also in den Kommentaren. Warum ich hier nicht so schnell Gas geben kann. Ich gehe mal davon aus, weil ich zu wenig Schornsteine habe oder sowas. Das habe ich natürlich nicht kontrolliert. Aber selbst dann braucht er eigentlich noch länger zu beschleunigen. Schwierig, schwierig, schwierig. Ich will die nicht mit meiner Hauptkanone anschießen. Die trifft doch ewig nicht. Low Fuel? Ach was. Nicht genug Treibstoff? Nicht mal genug Treibstoff, um hier eine Viertelstunde rumzukruisen? Finde ich krass. Hat 2 Liter mitgenommen, oder was? Ich sehe schon, mein Schiff bleibt gleich stehen, weil ich keinen Treibstoff habe. Dann fangen wir nochmal von vorne an. Da war ich nicht. Ja, solange ich wenigstens ein bisschen schneller bin als er. Ja, das ist wirklich nur ein bisschen. Was habe ich hier? 6,4? Ne, 6,8. Zu 5,2. Wenn er nicht gerade Manöver fährt. Es ist aber auch eine geile Hauptkanone. Kann man sich schenken, hätte ich fast gesagt. Ja, wir fahren trotzdem auf den Meter ran. Was soll der Kack? Dahin bitte. Alter, dass das wieder so lange dauert. Gibt aber auch alles, um mich zu verarschen, ne? Schießen will er nicht. Er will einfach nur überleben und dann fährt er sinnlos hin und her. Wie der so schnell sein kann, ist mir halt ein absolutes Rätsel. Ist der nur so wenig an Geschwindigkeit verliert, wenn der so voll läuft? Treibstoff 30%. Steht das bei mir auch irgendwie? Nee. Dann war ich aus der Division raus. Ah, sieht man nicht. Treibstoff niedrig. Wieso sagt der hier Prozente und meiner sagt niedrig? Ich hätte auch gerne eine Prozentzahl. Näher ran an den Kutter. Ein bisschen mal rechts noch. Muss doch mal mit der Hauptkanone treffen, Mensch. Kann ja wohl nicht wahr sein. Mal rechts. Problem ist halt, du musst den mittig treffen, um den zu versenken. Das geht natürlich nicht, wenn er straight auf einen zufährt oder weg. Da muss man schon einen schönen Lacktreffer landen. Und durchs Deck werde ich wahrscheinlich auch nicht schlagen.
Auf 1 Kilometer, nicht immer, was ist das, 500? Aber jetzt, 30%, jetzt geht's voran. Gleich habe ich dich. Huh, habe ich getroffen. Gesperrt, sagt er. Die Übersetzung ist auf jeden Fall stark. Endlich. Boah, Mann, das ging ja wieder flink. Auf Anhieb. Meine Herren. Tja, da ich vermute, dass die nächste Mission nochmal so lange dauert oder noch länger, würde ich sagen, dann war's das wieder für diese Folge. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.